Hallo, ihr süßen Erdbeerbäckchen, und herzlich willkommen bei einem 100 Tage Enshrouded. Viel Spaß bei diesem Video. So, wir gehen erstmal. Wir stellen erstmal hier ihr Dings hin. Den Webstuhl. So vielleicht am besten. Der Webstuhl wird uns zugutekommen. Das wird er. Was kann er denn? Stoff herstellen. Aus Leinen. Okay. Bei dir kann man Polsterung aus Stoff und Leder herstellen, genau. Was noch viel wichtiger ist, ist Ditten hier. Wir haben jetzt alles, sogar die Funken, bis auf Yucca und Safran. Okay. Haben wir hier irgendwas, was wir reinpacken können? Bitte. Stachelbogen. Ist auch nicht wirklich gut, ne? Sieht nur krass aus. Komm, zerlegen wir auch. Das Ding sieht mal halt heftig aus. Ist auch nur ungewöhnlich, ne? 94 Schaden. Der kann auch weg. Der kann sowas von weg. Das brauche ich auch nicht mehr, ganz ehrlich. Ring der Erbauer. Der kann schon mal für irgendwann behilflich sein, vielleicht. Hoffentlich. Eventuell. Man weiß es nicht. Gut, 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 gut. Gib mir mal den Kopf. Das packe ich mal alles hier rein. Hier sind, glaube ich, noch ein paar andere Köpfe, ne? Ja. So. So. Jo. Dann Pfeile hier rein. Hier könnte man noch die Giftpfeile reinmachen. Ansonsten habe ich hier erstmal nichts. Bücher. Hier oben noch Stoffe und so ein Kram. Den Krams. Bücher packe ich unten rein. So, Essen haben wir noch. Essen. Dietriches Essen. Was ist das denn hier? Wolfskralle. Achso. Die können wir auch zerlegen, komm. Dann haben wir hier noch Meteor. Dann haben wir hier noch Bau. Utensilien. Kupferspitzhacke. Ja. Boah, kurz vorm Boden, du. So, Safran, Wasser, Safran. Siehst du mal, haben wir doch hier genug. Den Rest würde ich erstmal hier auch nicht reinmachen. Würde ich erstmal im Inventar behalten. Dann pflanz mal an den Kram. Na, so. Könnte ja vielleicht schon fast reichen. Hallo E-Setzling. So, wie kriegen wir das denn abbauen? Nee. Yucca-Frucht. Wie kriege ich denn die Yucca-Frucht? Ist. Das ist ja gar kein. Doch. Das sind ja Yucca-Pflanzen, ne? Eigentlich. Ist das nicht so? Yucca-Frucht. Aloe-Setzling. Oder haben wir hier immer noch Yucca? Klettensetzling. Das ist was anderes. Indigo, Räubusch, Salbei. Yucca-Frucht. Ist das irgendwas bei dir? Andere Nahrung? Würztee? Nee. Yucca-Frucht. Wie komme ich an eine Yucca-Frucht? Hier auch nicht. Essenstruhe. Zack, zack. Und die Bücher packe ich hier noch rein. Why not? Das habe ich sogar schon. Yucca-Frucht. Wie kommt man denn daran? Tagebuch. Yucca-Frucht. Die sieht ja auch ganz anders aus, ne? Hat der Hähn gerade gekräht? Ja. Aber warum? Jetzt dunkel. Oh, wow. Ah, okay. Wie komme ich an eine Yucca-Frucht? Tagebuch. Tutorial. Nee. Geschichten. Nomaden und Anhöhen. Ödland. Die Oase. Nö, das ist alles. Handwerk. Ich wünsche, man könnte das hier irgendwo eingeben in so ein Suchfenster. Und dann wird das erklärt. Auf fruchtbarem Boden. Da kann ich nochmal versuchen hinzugehen.
Das habe ich ja zerstört beim letzten Mal. Hier war es, ne? Warte mal. Ich habe, glaube ich, nicht repariert. Nochmal zurück. Nochmal zurück. So. Wie komme ich an eine Juckerfrucht? Muss ich jetzt hier die ganze Wüste absuchen? Und jede Palme zerlegen? Ja, ich muss eigentlich hier ein bisschen in die Richtung. Ist das nicht ein Nest hier? Schade. So, müssen wir nur hoffen, dass die Kiste wieder da ist. Aber das sieht gut aus. Na? Mhm. Da ist er doch. So. Neue Quest auf fruchtbarem Boden. Du hast, bring ihn wieder. Okay. Gibt es hier noch irgendwelche anderen Palmen? Nicht so aus, ne? Sieht mir nicht nach Palmen aus. Hm. Was sind denn das hier für Bäumchens? Harz. Palmholz. Ah, Juckerfrucht. Na klar. Einfach diese Palmen hier zerbersten. Okay. Dann. Hier waren doch richtig viele, oder nicht? Nee, hier sind Bäume. Nee, hier sind alles Bäume. Hä? Oder was hier unten? Oase. Macht eher Sinn, ne? Jo. Guck mal, hier alles voll. Na gut. Das war ja einfacher als gedacht. Ja, eigentlich nur 10 Bäume, wenn jeder Baum so 4 Stück fallen lässt. Manchmal vielleicht auch mehr. Oder schon 20. Sieht man halt so schlecht, ne? So. Manche sind einfach noch nicht reif. Ich habe, glaube ich, schon mehr als 20. 28. Warte. Hier lag doch irgendwas. Jo. 32. Okay, cool. Dann fehlt gleich nur noch Saffron. Lassen die denn nichts mehr fallen? Jetzt komm. Na. Frech. Guck mal, hier ist sogar auch noch Saffron. Da auch. Brauche ich vermutlich eh nicht, aber haben ist immer besser, ne? Die Scheiße verschwindet halt immer im Boden. Das müssen wir noch gefixt werden. Ätzend. Hier habe ich jetzt 60. Okay, das reicht. Dann habe ich jetzt alles. So, dann muss nur noch der Saffron hier ordentlich durchwachsen. Dann brauche ich das ja hier gar nicht. Kann ich ja eigentlich hier vielleicht noch mal ein bisschen Jucker anjuckern. Das geht. Heubusch. Mais. Geht gar nicht. Hm. Das muss man tatsächlich farmen. Okay, gut. Gut zu wissen. So, was hast du denn? Ringsuche, ja. Mein verlorener Ring. Oder mir viel. Sehe ich Mutters müde Augen. Behalt ihn. Na klar. Okay, was haben wir hier? Fruchtschüssel. 6 Gesundheit, Wiederherstellung, 3 Ausdauer. Gegrillte Yucca. Ui, ist ja richtig gut. 20 Ausdauer. Für 7 Minuten. Ist ja sogar besser noch als Zucker. Das mache ich. Zumindest 10 Stück erstmal. Den Rest brauchen wir. Ich glaube 40 brauchen wir. Ja. Dann haben wir alles. Bis auf Safran. Gut. Dann werde ich, glaube ich, meine Punkte einmal wieder resetten, wenn das geht. Was kostet das? Ruhen einfach nur. Okay. Habe ich. 72 Punkte. So.
Aufwind ist wichtig. Der Punkt ist wichtig. Ich würde aber dann den Heiler rauslassen und gehe hier über die Intelligenz zu dem Teleport. Erstmal den Baum hier. Arkane Ablenkung. Teleport. Intelligenz. Einheit. Stachel. Wichtig. Das ist wichtig. Dass immer ein zusätzliches Projektil kommt. So, die gucke ich mal später. Den habe ich. Den hatte ich. Dann würde ich heilen rauslassen. Wasseraura und so. Dann beim Angriff mit einer Magiewaffe 10% erhöht. Totenbeschwörer auf jeden Fall. Schnellladung auf jeden Fall. Von hier aus gehen wir dann wieder auf den Aufwind. Leiter verbrauchen 30% weniger Ausdauer, ist auch sick. Hinfort, ein magischer Schlag, der getroffene Feinde wegstößt und betäubt. Ersetzt deine unbewaffneten Angriffe, solange du das nötige Mana zur Verfügung hast. Okay. Alle 2 Stufen der Flamme gewähren einen Willenskraftpunkt. Auch nicht schlecht. Willenskraft hier nochmal hoch. Dann Feuer auf jeden Fall richtig hochpushen hier. Strahlende Aura. Ja, ist schon ganz cool gewesen. Dann den Donner. Frost. Blitz. Frostbiss. Da können wir auch nochmal einen reinmachen. Intelligenz. Zauber. Kettentreffer finde ich cool. Ein kritischer Angriff mit eben magischer Waffe trifft alle Gegner im Umkreis von Massenvernichtung. Nehmen wir Miasma-Schaden. Natürlich auch nicht schlecht. So. Jetzt habe ich sämtliche Schaden. Das verursacht einfach mehr Schaden, ne? An den Dingern. Das ist mir, glaube ich, egal. Beim Abbau von Ressourcen besteht eine Chance, zusätzlich zu gewinnen. Ja gut, das ist natürlich cool eigentlich. Kann ich mir nicht mehr leisten. Intelligenz. 5%. Okay, dann würde ich, glaube ich, Intelligenz jetzt nochmal die letzten 4 Punkte hochpushen. 1, 2 oder den hier noch. Notfall teleportieren, wenn du betäubt bist. Willenskraft. Wäre schon ein paar Mal hilfreich gewesen, dieses Teleportieren. Aber komm, ich pushe jetzt Intelligenz. Warte mal, habe ich auch noch 2-mal Intelligenz hier? Willenskraft. Willenskraft. Nee, ich komme nicht. Ich komme nicht mehr an einen Intelligenzpunkt. Nur noch an den einen. Ich den einen hier noch. Und dann nehme ich den einen. Oder ich spare ihn auf. Wenn ich so eine Wurzel wegmache, dann kriege ich ja wieder einen Punkt. Aber komm, ich nehme jetzt den einfach. So. Jetzt sollte ich ja deutlich mehr Schaden machen. Und solange das hier noch wächst, werde ich jetzt nochmal... Ne? Genau. Was macht der überhaupt? Holzhackstärke. Kannst du dir einverleiben zum Holzhacken? Wieso nicht? Dingsen hier. Diese Ammoniakdrüsen werde ich jetzt farmen, noch ein bisschen. Wo war das denn? Hier, glaube ich. Wenn ich nicht unbedingt sicher bin, dass das der beste Spot ist. Aber der beste, den ich kenne. Let's go. Zu wissen, so für, also Stufe 25 ist Max-Stufe zurzeit. Man darf ja auch nicht vergessen, es ist immer noch... Das Spiel ist Early Access, ne? Die haben ja noch viel vor. War das hier? Ja, ich glaube schon. Ah, da seid ihr ja schon. 6 Stück. Die haben doch hier noch mehr fallen lassen. Oder? Nee, leider nicht. Okay, war hier nicht auch noch irgendwie einer drin? Greifenhose. So, wo waren die denn alle? Wie habe ich denn jetzt von den Dingern 13? Oh, oh. Diese ollen Miasma-Bienen hier, du. Manchmal sind hier viele, manchmal keine. Es gibt sicherlich einen besseren Ort. Vier Stück.
will keinen mehr fallen lassen. Das ist frech. Und da ist noch einer. Der steckt fest. Das ist blöd. Hasse es, wenn die feststecken. Hol mal, hier war was. Was ist das? Immerhin noch eine Drüse. Oh, ich dachte gerade, das wäre dieses heftige Miasma. Umbra-Krater. Guck mal, da ist noch einer. Komm hierher. Was ist das hier? Ein Feuertopf, einfach nur, okay. Nichts mehr fallen lassen. Oh, was leckt das denn auf einmal so? Hier war doch gerade noch einer. Ein kleiner Frecher. Hä? Hallo? Pilzmann? Wieso ist das da eigentlich so am Leuchten? Ah. Und wieso heulen hier Wölfe? Hier stimmt doch was nicht. Hey, ihr habt den doch auch gesehen, oder? Ist er einfach abgehauen? Das ist ja frech. Ex. Nein. Was haben wir denn hier? Ah, super Sprung. Okay. Ich würde sagen, hier war ich noch nicht. Ja? Na, vermutlich schon. Okay, es wird dunkel. Ich glaube, es sollte fürs Erste reichen. Warte mal, hier unter diesem Ding war doch auch noch sowas. Ah, egal. Komm. Reicht. Lass. Weg hier. Ja, Safran braucht ganz schön. Ist die Frage, worauf wächst es am besten? Das ist ja schon der gute Farmboden, also von daher. Genau, ewiger Eisbolzen. Was fehlt? Nichts. Hier, der macht nämlich schon 79 Schaden. Herstellen. Dann kann ich den erstmal wegmachen. Was mache ich mit dem? Kann ich ihn löschen. Ich will den aufbewahren aus Gründen. Mach ich hier rein. Gut. So, den braucht keiner. Hirte des Donners braucht keiner. Greifenhose. Ja. Braucht auch keiner. Ey. Eigentlich. Ehrlich hier sagt. So, kling kling. Guck mal, habt ihr schon hier meine wunderbare Brücke gesehen? Ja. Könnte besser sein, ich weiß. Oh, hier. Da kommen langsam die... Oh. Da tut sich was. Da tut sich was. Vielleicht können wir ja währenddessen, oder während das da am oben am Schmieden ist, erwachsen ist, könnten wir vielleicht mit der Schmiedhütte anfangen. Miasmasack. Steine. Ne, warte mal. Steine waren hier irgendwo. Da. Gut, den Rest brauche ich. Normaler Steinblock. In welchem Format wollen wir die denn bauen? Schmiede. Grob geschnitten. Grober Steinblock. Ne, da haben wir schon so viel von. Oder halt so ein Fachwerk. Ich würde gleich mit normalen Steinblock arbeiten. Und so ein bisschen Holzelementen. Palmholzstämme. Let me mal check kurz. So, den hätten wir noch. Hochglanzpoliert. Eisenblock. Hoi. Hier, Palmholzblock. Auch schön aus. Veredelter Steinblock. Veredelter Holzblock. Hier, damit könnte man doch arbeiten. Ein bisschen Holzbretter und Holzscheite. Krank. Jetzt geht der Grind los, ey. Holzbretter brauche hier auch schon Holzscheite. Das heißt, wir müssen hier unseren Wald roden. Das mache ich, glaube ich, jetzt auch als erstes. Harz wird da auch immer mitgefarmt, ne? Das ist halt auch geil. Ist die Frage, wächst es besser bei Tageslicht? Oder ist einfach nur die Zeit entscheidend? Wir legen uns mal kurz pennen. Okay. Sehr, sehr kurz pennen. Hier kann ich ja schon mal was in Arbeit geben.
Ich sollte halt währenddessen vielleicht auch schon mal Bäume schlüpfen lassen hier. Laubbaum. Brauche ich einfach nur Wasser. Hatte ich nicht gerade was geholt? Äste. Dann eben so. Ja, so langsam kommen sie. Nee, hier war das. Wasser. So. Die Maschinerie muss ja laufen. Jetzt wäre noch geil, hier so eigene Mitbewohner loszuschicken und sagen, hier, du gehst Holz hacken, du machst das. Das wäre geil. Einen schickst du auf dem Feld. Der muss die ganze Zeit hier farmen. Ja, herzlich willkommen bei Holzfäller Simulator 2024. So. Hast alles hier an Schatten gekillt. So, das sind die natürlichen Bäume. Die berühren wir natürlich nicht. Machen nur unsere eigene Baumfarm weg. So, die sind immer noch nicht durch. Den Baum finde ich eigentlich ganz schön hier. Okay. Pilze hatte ich noch irgendwo gesehen. Da. Das ist halt schon wieder so viel, ne? Die werden doch... Na gut. Die werden schon gut gebraucht. Und das sind dann doch jetzt keine 70 Setzlinge, oder? Zählt mal einer nach hier jetzt. So, wie viel Holz haben wir? Ordentlich. Mach ich erstmal hier rein. Holz. Holz. Äste können hier auch rein. Leuchtstaub. Kann hier unten rein. Das kann hier theoretisch auch unten rein. Und das auch, komm. Okay. Wie schnell geht denn das hier? Gar nicht mal so schnell. Okay. Holzbretter. 180. Erstmal so viel wie geht. Dann gucken wir mal, wie wir hier eine schöne, nette Schmiede hinbekommen. Dieser Hügel wird auf jeden Fall erstmal... Der muss irgendwie eingeebnet werden. Das ging doch hier mit so einer Hacke. Warte mal, wo ist sie? Da. Halten und abflachen. So. So oder was? Hier ist wieder dieser Back, Honigback. Soll ja eigentlich behoben worden sein. So, Hügel weg. Gut. Dann mal hier ein schönes Fundament hin. Für den Schmied. So. Können wir einen weiter unten nach unten. Rückwärts verschieben. Okay, das geht nicht. Hier? Nee. Rückgängig. Hier kommt der Eingang rein. So, glaube ich, aus Holz dann machen. So, hier kommt eine Steinstruktur. Wie wird das denn aussehen? Ja, so. So. Nee. Nee. So. So. Meiner drauf. Hier eine 2 Meter Treppe. Nee. So würde ich das, glaube ich, machen. So, jetzt brauche ich wieder Steinblöcke. Normaler Steinblock. So, erstmal. So, ihr braucht kein Fenster rein, weil hier ist eh nichts zu sehen. Aber hier. So. So. Oh. Mal hier. Ja, das ist erstmal so grob. Ich schmiede. Ich wünschte, ich könnte hier noch. Nee. So ein Balken. So. Na. So, hier ist der Außenbereich. Warte mal, der ist ein bisschen zu hoch. Nicht da oben drüber, sondern daneben bitte. Das irgendwie geht. Aber auch nicht. Okay, machen wir nur provisorisch, damit ich hier hochkomme. So. Oh. Der ist auch zu hoch, wa? Ja?
schönes Geduldsspiel hier. So. Theoretisch könnte man hier ja noch so einen Boden draufsetzen, oder? Oder? Nee, ist blöd. Wände vielleicht noch. Mit Wänden könnte ich noch leben. So. Hier geht auf jeden Fall so ein Schrägdach runter. Hab noch nichts für ein Dach. Gut, okay. So. Ja, so kann's gehen. Da fehlt irgendwie so ein kleines Stück Wand. Müssen wir mal hier so ein bisschen manuell nachbessern. So. Was haben wir denn hier für ein Dach? Geteerter Ziegeldachblock. Nehme ich so. Kurz schlafen. So, wie machen wir das am schlausten? Geteerter Steinziegelblock. Ja, so, ne? Oh. Aua. Oh. Das war ja gut. Das war ja schon gut. So. Jetzt fehlen schon wieder mit Materials. Was war denn das jetzt? Geteerter. Och, Teer und Holzscheite. Strohdach. Hm. Was bringt denn ein Brunnenblock eigentlich? Verwende den Bauhammer, um mit diesem Bausteingebäude ein Flammenaltar zu errichten. Okay. Dachschindelblock. Auch geil. Wir nehmen erstmal den. Können wir noch irgendwo Thea rumfliegen? Jo. Ich frage, ob das jetzt reicht. Vermutlich nicht. Vorsichtig, vorsichtig. So. Wir können es ja eben einfacher machen. Dachte ich. Oh, das passt gar nicht. Aua. Hm. Beziehungsweise das? Nee. Warte mal. Hier vielleicht schon so einer drauf? Mhm. Oder? Passt ja schon wieder nicht. Oder? Doch. So. Und so. Sehr schön. Und hier fehlt jetzt wieder das. Vielleicht machen wir das aus dem. Stopp. So. Dann würde ich, glaube ich, hier auch so ein großes Fenster lassen. Mhm. Dann. So. Sieht doch ganz geckig aus. Dann würde ich halt noch solche Dinger machen. Das ist zu tief. Mhm. Das passt schon eher. Ist nicht so. Schön. Hier mache ich noch ein bisschen breiter, glaube ich. Mhm. Ah, und hier wollte ich ja noch bis dahin. Nee, nicht bis ganz runter. So reicht. Schön. So. Hier würde ich, glaube ich, diese Brenndinger hinmachen. Kohlebrennöfen. Mhm. Hier kommt das Ding hin. Erde. Thea, Kohle. So, das war da alles drin, ne? Passt schon. So, die Schmiede. Würde ich hier, glaube ich, hinmachen. Oder? Nee. Die kommt hier hin. So. Hier würde ich aber die oberste Reihe entfernen. Mhm. Vielleicht entfernen wir das auch so. Bisschen Struktur. Hm. So, gefällt mir das schon besser. Mhm. Oh, der Safran ist auch durch. Ich schmelze. Schmiedewerkzeuge. Ups. Falsche Knüpp. So, die Schmelze kommt hier hin. Das kann eigentlich noch ein bisschen weiter nach hinten. Und ich... Ups. Würde es gleich noch drehen. Ja. Ja. Dann die Schmiedewerkzeuge. Dann hier der Schreiner. Mhm. So, das nehme ich mal so mit.
kommt noch eine zweite hin. Ist wahrscheinlich. Der Schmied steht hier so rum. Der Schreiner hier. Zinn, Kupfer, Sand, Kohle. Das war da noch alles drin, glaube ich. Mhm. Türen. Hier sind nur solche Türen. Beim Schreiner kann man doch bestimmt noch andere Türen. Mhm. Kupfertür. Mhm. Die ist doch schön. Dann würde ich, glaube ich, hier gerne auch noch Fenster. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Sieht hier komisch aus. Tür. 1, 2, 3, 4. Okay, dann hier nochmal. 1, 2, 3, 4. Da müsste eigentlich eine sein. Wir müssen es anders machen. Hm? Hier wahrscheinlich. Sieht ja komisch aus. 2, 3, 4. Hier nochmal 1, 2, 3, 4. Ja. Vielleicht ein bisschen größer. Das sieht gut aus. Okay. Dann würde ich sagen, für die heutige Session war es das erstmal wieder. Beim nächsten Mal wird noch ein bisschen verfeinert. Hier die Fenster und so kommen da noch rein. Dann wird die Flamme wieder abgegradet mit dem nötigen Safran. Jo. Und wir bauen hier eine ordentliche Küche rein. Top. Alles klar. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.